Ein kleines Häuschen, etwas abseits von der Straße, in einem nach alten Vorbildern gestalteten Garten gelegen. Man könnte leicht vorbeigehen, würde nicht im Vorgarten eine Porträtbüste stehen des wohl bedeutendsten deutschen Bildhauers des Klassizismus, Christian Daniel Rauch. Und hier ist auch schon des Rätsels Lösung. Christian Daniel Rauch wurde im Jahre 1777 in diesem, einem der ältesten Gebäude Arolsens, geboren. Das Rauch-Geburtshaus ist eines von 5 historischen Häusern in Bad Arolsen, die sich unter dem Begriff Museum Bad Arolsen zusammenschließen. In diesem Häuschen können Sie Porträts sehen und Zeichnungen zur Anfertigung von Skulpturen, aber auch Reisetagebücher sowie persönliche Erinnerungsstücke des Künstlers. Das wohl bekannteste Werk des Künstlers ist das Reiterstandbild von Friedrich dem Großen in Berlin unter den Linden. Wenn Sie von hier aus jetzt wieder Richtung Stadt zurückgehen, dann sollten Sie in jedem Falle in die Stadtkirche einkehren, wo eine Figurengruppe steht, die der Künstler seiner Heimatstadt geschenkt hat. Sie tragen den Namen Glaube, Liebe und Hoffnung. Auch sollten Sie das Rauchmuseum aufsuchen, wo Sie weitere Skulpturen des Künstlers, aber auch von Zeitgenossen dieser Goethezeit sehen können. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, besuchen Sie auch noch das Kaulbach-Museum, in dem der Historienmaler Wilhelm von Kaulbach geboren wurde. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, sollten Sie auch das Schreibersche Haus besuchen, in dem Sie Modelle und Karten und auch ein Hörspiel zur Stadtgeschichte erkunden können. Und dann begeben wir uns auch schon zu unserem nächsten Rätselort, an den Twistesee.